Hallo und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Underground 2. Und ich hatte euch versprochen, dass wir in der nächsten Folge zuallererst mal in den Tuning Shop fahren, wo wir uns hier einige Teile kaufen könnten. Und es sind auch schon einige freigeschaltet. Zum Beispiel der Motor, das EQ, das ist ein klein bisschen Chip-Tuning, Getriebe, Fahrwerk und Nitro. Und das Erste, was uns einbauen, ist Nitro. Ja, so, jetzt, dann bauen wir uns ein bisschen Eco-Tuning ein. Wir könnten uns hier sogar aussuchen, was für eine Marke wir nehmen. Ja. Keine Ahnung, ob das hier irgendwas bringt. Ich glaube, wir tunen noch ein bisschen den Motor. Können wir nicht, wir haben kein Geld mehr. Ja, liebe Freunde, das war's dann hier aus dem Tuning Show. Ja, wir gehen direkt raus und gehen auch erstmal ein bisschen in die Rennen. Weil wir müssen auch mal wieder ein bisschen Geld machen. Und das ist wieder ein bisschen laut auf meinem Ohr. So, wir suchen uns einfach mal das nächste Rennen. Und zwar waren wir letztes Mal hier unten. Da wollte ich jetzt auch direkt wieder hin. Erstmal wieder den Sound ein bisschen leiser machen. So, jetzt muss ich noch... Alles klar, NOS geht da. So, jetzt muss ich natürlich erstmal herausfinden, wie ich das NOS wieder auflade. Ich glaube, das war nämlich so... Jawohl, mit dem Power Slide etc. laden wir das NOS wieder... Quatsch, auf. Ja, wie gesagt, mit sauberen Runden etc. pp. Können wir unseren NOS wieder aufladen. Und das hier ist wieder eine kleine Driftstrecke. Sehr interessant. Weil beim Driften brauchen wir uns nicht auf die Gegner konzentrieren, sondern einfach nur auf mich. Ach, geh doch bitte weg. Kleine Sau. Nicht. Wow. Und es geht weiter. 15.000, das nenne ich mal eine Ansage in der Runde 1. Danke fürs Anschieben. Nein, ihr kleinen Schweinchen hier. Ja. Jetzt müssen wir mal den Power holen. Ein bisschen Power holen und dann gehen wir wieder in den Drift rein. Ach, verdammt. Der war nicht gut. Und ich sag's mal so, zum Glück hatten wir in Runde 1 ein bisschen mehr Glück mit dem Driften. Aber mir gelingt jetzt gerade mal gar nichts. Also noch sind wir, glaube ich, im Rennen. Jawohl. Wir haben ganz knapp gewonnen. Autsch. Obwohl wir in den letzten... Wähle einen Sponsor. Ja, wir können jetzt einen Sponsor wählen und wir müssen Rennen erfüllen. Zum Beispiel unten hier, der will Rundkurs rennen, der will Drift rennen und der will Drag rennen. Und wir kriegen halt unterschiedlich viel Geld. Wie wir sehen, wir kriegen hier pro Rennen 900 Dollar pro Rennen. Abschlussprämie 1257. Und ich gehe mal lieber auf die Dreckrennen. Ja. Ich finde die momentan noch ein bisschen lustiger, weil die noch relativ simpel sind. Hey Dude, you see those X-Icons? Well, those are the sponsors' obligations. You guessed it. You gotta race those events as part of the deal you signed with them. Get over there and impress. I'll hit you up later. Das ist jetzt die deutsche Übersetzung. Und gut, dann fahren wir jetzt zum allerersten Mal zu den ersten X und erfüllen mal unseren Vertrag. Wobei, wir könnten natürlich erstmal hier nochmal mitmachen. Jetzt habe ich auch wieder Drift und Drift geht halt relativ simpel und schnell. Alles klar, zwei Schnittchen vorne und ab geht die Post. Sehr schön, wie die mich mitziehen, die Schweine. Oh, das wird jetzt ein schöner Drift. Und erstmal gegen die Wand fahren. Ja. Sowas nennt man perfekt gedriftet. Und zwar überhaupt nicht.
Wow! Und jetzt drehe ich mich fast. Aber nur fast. Bin ich Erster? Nee, ne? Nee. Ich würde da nicht drauf wetten, dass ich Erster bin mit dem grottigen Drift, die ich hier gerade abziehe. Ja, keine Ahnung. Also das war... Der hier hat mir das Genick gebrochen. Der nicht vorhandene Drift. Weil das waren 3K-Punkte, die ich verschenkt habe. Okay, jetzt muss ich mal langsam durchs Ziel kommen. Jetzt nochmal ein 5K-Drift oder sowas. Aber ich glaube, es reicht für Platz 1. Aber wieder knapp. Aber es reicht. Das ist das, was wir sehen wollen. Immer schön gewinnen. So, jetzt fahren wir aber zu unserem X. Ein Satz mit X, das war wohl X. So, wie gesagt, wir kriegen durch Burnouts, durch auf der Gegenfahrbahn fahren, durch Drift etc. kriegen wir unseren NOS aufgeladen. Ich weiß noch nicht, was Maximum hier ist. Aber es ist sehr lustig. Wenn wir nicht im Drift-Modi sind, driftet die Karre überhaupt gar nicht. Nee, ich möchte den Peugeot 206 nicht herausfordern. Ich möchte weiterfahren. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwie eine besondere Zeitvoraussetzung haben, um die Events abzuschließen. Auf jeden Fall ist hier unser X. Na, erstmal vorbeifahren. Ja, die sind auch so gut gekennzeichnet, die einzelnen Rennen. Die sind so durchsichtig, die sieht man gar nicht. Das war bei Most Wanted ein bisschen besser geregelt, weil die halt mitten auf der Fahrbahn waren und schön sichtbar. Ja, alles klar, ab hier die Post. Oh yeah, ein Flugfeld. So, wir haben mal ein bisschen was raus. Und ich glaube, wir fahren nur geradeaus. B war zurückgucken, alles klar. Wow! Okay, damit habe ich jetzt gerade nicht gerechnet. Damit auch nicht. Wer baut denn so einen Scheiß auf dem Flugfeld? Das ist eine Baustelle. Nee, doch. Doch, das ist ein Flugfeld. Ein Baustellenflugfeld. Egal, wir haben 875 Dollar gewonnen, also die Events, die sind hammergeil, weil da kriegst du mal richtig Kohle. Und die Kohle können wir dann auch investieren in die neuen Standardpakete. Und ich gehe halt immer erst hin, ich tune erstmal ein bisschen den Wagen und tune später halt die Optik. Weil, gut, der Standardwagen sieht scheiße aus, bin ich ehrlich, sag ich auch. Aber bevor ich Geld in Optik investiere, tune ich halt lieber den Wagen. Ups. Und bei Unfällen verlierst du sogar NOS. Lol. Ja. Gut. Bisschen Powersliden. Ein bisschen NOS wiederholen. Und... Wow, ein Extreme Power Slide. Okay, das war so nicht geplant. Aber wir müssen hier zum Rennen. Ab zum nächsten Drag. Also das gefällt mir relativ gut, das Drag Racing hier. Zu früh geschaltet. Ich habe gar nicht geschaltet. Ah, Kacke. Ja, der Motor kann ja auch platzen. Wenn man zu hoch dreht. Ich verwechsel immer NOS mit Schalten, weil ich bei Most Wanted die Steuerung genau andersrum hatte. Da hatte ich NOS da, wo jetzt Schalten ist, und Schalten da, wo jetzt NOS ist. Alter Falter, wo fahren wir denn hier? Aber wir haben gewonnen. Ich wollte jetzt gerade keinen NOS geben, weil ich mal wieder unsicher war. So, und ein Rennen haben wir noch. Brauche ich gar nicht suchen. Da müssen wir nach rechts.
Okay, vielleicht muss ich doch suchen, weil ich nicht weiß, ob wir nach oben müssen. Und suche GPS-Verbindung geht nur, wenn wir auf der Straße sind. Richtig lustig. Stell ich mir gerade vor, wenn du ein Navi hast, stehst du irgendwo in der Pampa. Keine GPS-Verbindung, dafür musst du auf die Straße fahren. Dann muss das hier sein, jawohl. Ab zum letzten Sponsoren. Oh oh, oh oh, ich sollte vielleicht auch mal mitspielen. Aber egal. Nicht schon wieder. Ich bin schon wieder verkackt. Aber wir sind Erster. Und alles ist gut. Also wenn die nur geradeaus gehen und nichts im Wege kommt, das ist doch schon mal ein schönes Jackrennen, oder? Was mir ein bisschen auffällt, sobald er geschalten hat, gibt er kein Gas mehr. Der braucht nur eben so 2-3 Sekunden. Bis er dann wieder Gas annimmt. Sehr komisch. Aber es scheint beim Fokus so der Fall zu sein. Zumindest hier im Spiel. Wow, wir sind 220 km/h gefahren. Mit einer Beschleunigung von überhaupt nicht vorhanden. So, jetzt haben wir alle drei Rennen abgearbeitet. Eigentlich müssten wir jetzt noch einen Bonus kriegen. So, mit diesem Bonus könnten wir eigentlich wieder zum Tuning-Shop fahren, aber wir nehmen uns erst noch mal ein bisschen die Rennen vor. Und wenn wir in der Nähe des Tuning-Shops landen, können wir noch mal kurz zum Tune gehen. Ansonsten bleibt das erstmal dabei, dass wir weiterfahren. Was ist das? Ein Sprintrennen. Alles klar. Gut, die haben alle Nuss. Ja, dann benutzt du auch mal Nuss, wenn ihr Nuss benutzt, oder? Vielen Dank. Und ich glaube, wie gesagt, es ging auch, wenn man auf der Gegenfahrbahn fuhr, dass sich das Nuss automatisch aufgeladen hat. Aber da bin ich mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher. Darum lasse ich das mal. Besser ist, wir fahren, sondern einfach schön im Kreis fahren. Eventuell ein bisschen driften, wenn wir es hinkriegen. Oder bei Nahunfälle, genau, bei Nahunfälle gibt es auch. Tju, knapp vorbei. Knapp vorbei. Einmal noch knapp vorbei. Ah, doch knapp vorbei. Mal 4. Nein! Das war jetzt auch knapp vorbei. Ich habe ihn zwar berührt, aber es war knapp vorbei. Naja, gut. Knapp vorbei. Was? Achso, ich bin voll. Alles klar. Alles klar. Sobald das Nuss voll ist, gibt es keinen knapp vorbei mehr. Aber da das Nuss voll ist, könnten wir mal Gas geben. Und uns wieder ein bisschen knapp vorbei holen. Ups. Sowas ist mehr als indiskutabel. Aber durch den Power Slide haben wir das dann ein bisschen wieder geregelt. So. Ich würde jetzt behaupten, ich bin auf der komplett falschen Fahrbahn. Ne, ich bin auf der richtigen Fahrbahn. Der Kerl fährt erstmal schön durch gegen die Mauer. Wir holen uns. Nein, wir holen uns keinen knapp vorbei. Schade. Da holen wir uns auch keinen knapp vorbei. Ja, es gab auch eigentlich mal saubere Abschnitte, aber das Problem ist, ich weiß nicht von wo bis wo die Abschnitte hier sind. Also kann ich auch darauf nicht zählen. Und nein, komm rum. Ja, es ist momentan nicht wirklich so actionreich wie bei Most Wanted, muss ich sogar zugeben, weil die Karren halt um einiges langsamer sind und wir halt auch nicht von Anfang an so die extremen Karren haben. Autsch. Warum flackert das nicht denn? Also ich hoffe, ihr seht das gleich nicht so, aber bei mir flackert der Bildschirm gerade so extrem. Jetzt hat er aufgehört. Ne, jetzt ist es wieder da. Keine Ahnung. Also irgendwie, ja gut. Das Spiel ist ja auch schon was älter. So, jetzt fahren wir in irgendein Gewirr rein.
wo wir gucken, dass wir das Ziel dann noch erreichen. Aber das sieht stark danach aus. Und da vorne ist das Ziel. Und damit hat es sich... Ja gut, die Ziele sind hier auch nicht so gekennzeichnet wie in Most Wanted. Wäre natürlich auch mal eine Idee gewesen. Aber hatten sie keine Lust zu. So, wir haben eine neue SMS. Jawohl, wir haben neue Motorhauben. Oh yeah. Sachen, die die Welt nicht braucht. Was haben wir denn da? Da haben wir einen Autohändler. Gut, dann fahren wir doch mal eben zum Tuner. Weil wir starten immer da, wo wir gestartet sind. Nein. Wir landen nach einem Rennen immer da, wo wir halt gestartet sind. Und ist nice gemacht. Könnte aber auch ein bisschen ärgerlich sein, wenn du irgendwo anders hin willst und das Rennen dich genau dahin führt. Zack. Shop betreten. So, Motortuning hatten wir, ne? Ne, hatten wir nicht. Können wir uns jetzt holen. Motortuning. Naja, komm, shit happens. Wir nehmen einfach die Teile, die angeboten werden. Getriebe. Halt die Goschen. So, Fahrwerk. Oh ja, Mühlstein. Nos haben wir drin. Reifen können wir alles nicht. Alles klar. Jetzt könnten wir natürlich auch noch zum Optik-Tuning fahren. Das werden wir aber in der nächsten Folge machen. Weil ich jetzt gerne noch ein paar Rennen fahren würde, um noch ein bisschen Kohle zu machen. Haben wir denn eine SMS? Nein. Na, wir haben noch 2500, aber Kohle ist, kann man nie genug haben. Und ich weiß nicht, wann wir den nächsten Sponsorauftrag kriegen. Beziehungsweise wieder Drift, wann der nächste Sponsor anklopft. So, und wir sind immer der einzige Wagen, der noch Standards ist. No way. Natürlich hat der nicht gezählt, warum auch immer. Also das war jetzt gerade richtig kacke. Oh yeah. Aber ich weiß immer noch nicht, warum der erste Drift gerade nicht gezählt hat. Weil ich habe definitiv keine Bande berührt. Vielleicht müssen wir eben ein bisschen Schwung holen. Weil die sind nämlich schon im Ziel. Aber das ist locker drin für mich. Wir driften jetzt einfach ins Ziel. Und fahren rückwärts ins Ziel. Schade. Ich wollte ins Ziel driften, aber mein Wagen nicht. Ich weiß noch nicht genau, was das mit den Rufpunkten auf sich hat. Wir haben neue Außenspiegel. Jawohl. Und Chance auf Turbo-Titelbild. Einer meiner Kontakte hat mich gerade angerufen, weil wohl ein Fotograf von Turbo in der Stadt ist und nach heißen Wagen für dich für das nächste Titelbild ausfährt. Fahr zum Stern auf der Karte. Melde mich wieder, wenn du da bist. Okay, das heißt, wir müssen aber vorher... Doch, zum Tuning. Wir fahren nochmal zum Tuning-Shop. Ja. Da kommt der Anruf, was ich gerade vorgelesen habe. Und, ja, wir machen einfach mal die Tuning-Shop-Party hier. Weil ich nicht genau weiß, wie man die Außenansicht aufbessern kann. Weil ich meine, es war Autohändler Tuning-Garage. Also im Normalfall müsste es eigentlich hier sein, oder? Komm, wir treten mal Leichtbau Turbo Prüfstand. Nö. Nee. Ich habe gerade keine Lust zu. Oder es geht nur in der Garage. Was natürlich auch doof ist, weil ich weiß, ja, wir können direkt zur Garage fahren. Teilewechsel, Karosserie, ne, können wir nichts wechseln, gar nichts, weil wir haben nichts. Ja, shit happens, würde ich behaupten. Und wir fahren jetzt einfach mal weiter und wir fahren jetzt mal zum Stern. Wurde uns nahegelegt. Vor allem, wir gehen in die Garage rein und wir starten wieder beim Tuning Shop.
Ist natürlich auch ein bisschen komisch, aber das Spiel will das so. Was sind denn das für Zeichen? Wir haben eine neue SMS. Tuning Shop von Beacon Hill West befindet sich neben Burger King. Ich habe gerade keine Werbung für den gerade genannten Burgerladen gemacht. Es gibt auch McDonald's und Chicken Nuggets Dinger und wie auch immer. Ist ja auch egal. Oh mein Gott, gar keine Werbung im Spiel. Ja, das finde ich auch, mein Freund. Der Vorteil hier ist, das Navi führt dich auch auf die Gegenfahrbahn. Oh, hier muss irgendwo der Stern sein. Da ist der Stern. Der Fotograf wird dich die ganze Nacht warten. Du hast 2 Minuten, um zu ihm zu fahren, bevor er die Fliege macht. Alles klar. Alter Falter. Wie selbst das noch nichts bringt. Ja, wir müssen hier lang. Vor allem, ich wollte den Wagen ein bisschen optisch aufpimpen, damit der Fotograf auch sagt, yay, richtig coole Karre. Jetzt fahre ich da mit der Standardversion hin. Na, komm schon. Also die Navi-Anzeigen, die hätten sie ein bisschen besser machen können. Finde ich jetzt. Aber okay. Aber okay, so, da ist ein Fotograf. Du kannst jetzt ein Foto von deinem Wagen machen und auf das Cover der Zeitschrift zu kommen. Hey, I've been hearing a lot of you lately. You're getting to be a real heavy out there. Way to go. I know you can drive, but can you direct? Was zur Hölle? Move your ride around the zone and shift the camera angles to get the perfect lay. When you think you have it, press the camera button to nail the shot. Simple, right? Have at it. So, wir machen jetzt mal davon ein Foto. Das sieht doch mal cool aus, oder? Ja, wir speichern mal die Zeitschrift. Geldprämie $500. So, was haben wir hier noch? Wir haben jetzt hier in meiner Nähe einen Autohändler und irgendein anderes Rennen. Das heißt, wir gehen erstmal zum Rennen und ich frage mich immer noch, wie ich Tuningteile kaufen kann. Gerade ein bisschen sehr doof, finde ich so. Kann man hier Sprintrennen? Jawohl, Sprintrennen. Wenn ihr noch wisst, wie ich in den Tuning-Shop reinkomme mit für Teile, könnt ihr mir das gerne unten drunter schreiben. Vielleicht werden die auch erst später freigeschaltet. Ich weiß es gerade nicht. Weil ich, wie gesagt, ich habe es schon verdammt lange nicht mehr gespielt, das Spiel. Ja. Also ich kann den Wagen optisch noch nicht ein bisschen pimpen. Ich kann auch vom Tuning her momentan nichts mehr reinstecken. Weil ich muss das alles freischalten. Und ich gehe mal davon aus, dafür brauche ich die Rufpunkte. Wobei ich auch nicht genau weiß, wo ich meine Rufpunkte einsehen kann. Tja, alles gerade ein bisschen doof, aber müssen wir so hinnehmen. Wir fahren erstmal weiter im Kreis. Powerslide. Natürlich habe ich mir jetzt die Außenbahn ausgesucht, die mal wieder richtig kacke ist. Aber noch alles im grünen Bereich. Auch der Vorsprung ist im grünen Bereich. Ja, toll. Ich wollte noch mal knapp vorbeisehen. Wow. So, mit NOS abgefangen. Knapp vorbei, mal 4, mal 5. Und mein NOS ist voll. Jetzt wie jetzt mal 5. Hatten wir doch gerade schon. Oder geht nur mal 5? Gute Frage, nächste Frage. Ich weiß, ich laber gerade ein bisschen viel, weil ich mich hier auch nicht unbedingt konzentrieren muss. Ja, es geht nur mal 5. Weil so wirklich schnell ist das Rennen nicht. Und so wirklich anstrengend ist es auch nicht. Weil, ja. Die Gegner sind halt
irgendwo am Arsch der Welt. Und Mittel scheint am Anfang relativ simpel zu sein. Ich hoffe mal, das wird am Ende ein bisschen schwieriger. Ansonsten stellen wir das halt vielleicht nochmal um auf schwer. Und dann werden wir wahrscheinlich jedes Rennen versagen. Aber okay. Wir lassen das mal so. Jetzt nehmen wir noch ein bisschen Moss. Oh yeah. Gewonnen. Wieder ein paar Rufpunkte gut gemacht. So, wir könnten ein Auto kaufen, möchte ich aber nicht. So, dein Wagen, gegnerischer Wagen, das wissen wir ja schon. So, dann fahren wir jetzt mal darüber. Was ist nochmal lila? Garage, alles klar. Fahren wir darüber. Und machen dann noch ein oder zwei Rennen. Ich tippe mal auf 1, weil ich wahrscheinlich jetzt 5 Stunden fahren muss. Geldprämie. Ja gut, $50 haben oder nicht haben. Also das musste ich jetzt mitnehmen. Hat mich jetzt auch nicht so viel Zeit gekostet, dass ich sage, hey, das war jetzt richtig kacke. So, da vorne haben wir noch einen Gegnerwagen. Wenn ich jetzt sage, ne, ich muss nach links. Tut mir leid, Gegnerwagen, hast du Glück gehabt. Aber da vorne ist noch einer. Aber ich muss sofort wieder rechts. Aber da ist noch einer. Boah, ja, ich bremse einfach mal so weit ab. Drecksau. Ich gehe mal davon aus, ich muss geradeaus fahren, ja. Also entweder gleich ploppt vor mir ein Gegnerwagen auf oder... Nö. Alles klar. Das heißt, wir können... Wir können das Rennen annehmen. Da haben wir das Rennen. Was haben wir denn? Ist das Track? Street X. Wieder das kleine Rennen. Mit 4 Fahrern auf einem kleinen Feld. Mit 2 heißen Chicks als Starter. Okay, ich kann hier keinen NOS benutzen. So weit, so gut. Und ich dürfte auch nicht zu weit rausfahren, weil sonst kommt das. Oh mein Gott. Also okay, die Rennen sind noch ein bisschen brutaler als gedacht. Vor allem, wenn man so kacke fährt wie ich. Aber es sind immerhin 4 Runden, also da ist noch ein bisschen was offen. Zumindest von der Zeit her. Oh mein Gott, der Corsa nervt. Also erstmal umdrehen. Ja, die Leute hinter mir, die machen jetzt natürlich auch wieder ein bisschen Druck. Und ich bremse hier auch nicht. Meine Güte, der bremst auch nicht und kann einfach an mir vorbeifahren. So, das ist jetzt ein Peugeot 106, glaube ich, hinter mir. So, so soll es einfach bleiben. Das ist schön. Das ist nett. Aber der Kerl geht mir jetzt schon auf die Nüsse. Verdammt da. Ne, das war der Punto. Oh, alter Falter. Ich fahre wieder so einen Müll zusammen, das gibt's nicht. Ich glaube, ich sollte vielleicht die Handbremse benutzen, sondern versuche es mal. Ne. So, die erste Runde, die wir jetzt nicht führen, glaube ich. Aber er macht auch Fehler, aber nicht so krasse Fehler wie ich. Ja, okay. Ich sag nichts. Meine Güte, bin ich schlecht gerade. Sorry dafür. Aber ich hoffe, wir gewinnen jetzt trotzdem. Jawohl, ihr gewinnt trotzdem. Das war jetzt gerade richtig schlecht. Aber was heißt, gewonnen ist gewonnen, wiedergeholt ist gestohlen? Nee, irgendwie nicht. Aber wir nehmen noch das blaue Rennen mit. Oder wir nehmen das grüne Rennen oder das gelbe Rennen. Geldprämie. Wieder $50. Yay. So, nehmen wir hellblau oder nehmen wir... Wir nehmen hellblau mit. Das ist nämlich, glaube ich, das wieder das Street X-Rennen. Jawohl. Und diesmal nur mit einer heißen Chick. Die man natürlich nicht überfahren kann. Die ist ein Engel, die ist geschützt. So, da haben wir einen Focus. Da haben wir einen 206er und da vorne fährt ein Corolla, glaube ich. Der gerade einfach mal... Meine Güte, was mache ich denn schon wieder? Der gerade einfach mal wegfährt.
Boah, komm schon. Gibt's doch nicht. Warum nehme ich eigentlich jede Kurve mit? Dann machen wir ein bisschen. Ja, wenn wir zu weit außen fahren, bringt mir das auch nichts. Ich hole ja nicht mal den 100, den 206 hier ein. Ja, also der fährt vorne ohne Probleme weg. Und ich kriege nicht. 1,28 Sekunden in der letzten Runde. Ja, verdammt, hätte ich die Kurve vielleicht noch mal ein bisschen enger nehmen können. Hätte es vielleicht geklappt. Aber so werden wir nur Zweiter, was gar nicht gut ist. Gar nicht gut. Neustart. Natürlich Neustart. Ja, würdet ihr bitte einfach direkt mal wegfahren? Genau, so ist das schön. So macht das Spaß. Aber die Karre, die fährt auch relativ gut um die Kurven. Aber jetzt sind wir dran. Ach, das ist ein Mitsubishi Eclipse, kein Corolla. Und wir sind gleich auf durch die Ziellinie gefahren. Das nennt mich doch mal Foto-Finishing. Und so langsam baut sich der Vorsprung aus. Ja, das Problem war gerade einfach, erstens habe ich die Kurven nicht vernünftig bekommen und zweitens fuhr die ganze Zeit der Punto bei mir vor der Nase rum. Und wenn die ganze Zeit einer vor dir fährt und dich nicht vorbeilässt, hast halt verloren. Das kriegst halt nicht auf die Reihe. So müssen wir die Kurve nehmen. Und der kriegt das jetzt auch nicht mehr ein. Ein bisschen zu weit, aber okay. Ja, das war's. 1:01. Was ist eigentlich, wenn wir hier drauf gehen? Ah, okay, da sieht man nur die... das Rennen, die Details der Rennen. Ja, meine Freunde, wir sind jetzt zwar wieder zwischen zwei Rennen. Ich mache aber hier erstmal den Cut. Und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Also danke fürs Zuschauen und bis morgen. Bis morgen.